Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch und freue mich, dass du wieder einschaltest zu einer weiteren OMSI-Folge. Schön, dass du wieder da bist. Ja, wir sind heute in spannender Modern unterwegs. Karte hatten wir uns noch nie angeguckt. Heute auch noch das letzte Mal mit einem weiteren Bus, mit einem weiteren umweltschonenden Bus, sagen wir hier, die grüne Woche endet heute. Und zwar zu guter Letzt zeigen wir euch jetzt hier noch den Wasserstoffbus, den MANA 20Ü. So sieht das Ganze aus. Ein kleiner Überlandbus mit Liechtenstein Bus Repaint drauf. Und ja, an sich eine relativ coole Sache. Bin ich auch noch nicht gefahren. Also zum Testen schon jetzt, aber so an sich ja, kommt man ja auf sowas nicht, ne? So Erdgasbusse oder sonstiges halt zu fahren. Ja, heute ist das erste Mal dementsprechend bei uns hier im Let's Play. Auch von daher bin ich schon mega gespannt. Heute Abend unbedingt einschalten. Ne, da werden wir das Ganze mit Düsseldorf auflösen. Ja, wer da gewonnen hat. Und vielleicht haben wir heute Abend im Livestream, also heute Abend unbedingt einschalten oder sogar mitfahren. Wäre natürlich eine großartige Sache mit unserem Motto. Wir fahren grün. Vielleicht noch so die ein oder andere Überraschung. Also einschalten lohnt sich auf jeden Fall. Und ja, ich würde sagen, wir springen mal rein in unseren Bus. Wir sind heute auf der Linie 137 unterwegs von Reimerweg nach S-Bahn und U-Bahnhof Spandau. So sieht der Fahrplan heute aus. Und dementsprechend, ja, sehen wir hier, ne, das ist der Innenraum hier. Ne, typisch MAN halt mit diesem wundervollen Dashboard. Ich mag das Dashboard nicht, das sieht so eiförmig halt aus. Ja. Und so sieht er denn im Innenraum aus. Das ist halt, ja, Überlandbus, ne, wie jeder andere von MAN. Ne, also von daher schaut es eigentlich ganz gut aus. Hier haben wir für Kinderwagen und Rollstuhlfahrerplatz und so weiter und so fort. Ne? Wie gesagt, dass der jetzt in Berlin nicht eingesetzt wird, ist mir klar. Also gerade für Linienfahrten nicht eingesetzt wird. Aber so schaut es halt zumindest erstmal aus. Deswegen springen wir mal hier vorne rein. Da sehen wir den Fahrplan. Und ihr seht, die Fahrt ist nicht lang. Reimerweg, Heerstraße, Magistratsweg, Rudolf-Wiesel-Siedlung und so weiter und so fort. Deswegen würde ich sagen, wir starten mal den Bus. Wir haben noch 6 Minuten Zeit. Ihr hört schon, wie er hochfährt. Tank ist auch gut gefüllt. Das ist perfekt. So, von daher. So. Perfekt, jetzt haben wir ihn. Sehr schön. So sieht's aus. Ja, wir werden jetzt hier drehen gleich und dann werden wir uns von dannen machen. Ja, es ist morgens. Ich habe mal was hier mit dem Himmel hier angestellt. Ich habe hier mal so eine die Textur ausgewechselt. Sieht irgendwie cool aus. Naja, mal gucken. So, zieh mal vor. Das ist nämlich schon wieder Chaos hier. So ist angefordert. 137 Route 4. Perfekt. So, jetzt warten wir nur noch auf unsere Grünphase. Und dann geht's wieder von dannen. Installation war super einfach gewesen. Dadurch wahrscheinlich, dass man, wenn man die Spandau Realkarte hat, brauchte man keine neuen Texturen oder Objekte runterladen. Also einfach nur Karte rauf, fertig. So muss das sein. So, Reimerweg. Lass uns mal einsteigen. Thank you.
So. Hier sind wir. Müssen jetzt nur noch die Zeit jetzt hier vorspulen. Da kommen sie nämlich alle. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Hallo. Aber ich glaube, wir können ruhig noch eine Minute hier vorspulen. Sehr schön. So, mal denn. Abfahrt. Gucken, ob uns irgendwer reinlässt hier. Ja, Grüße gehen auch noch raus an Projekt Potsdam, der mir die Originalansagen zukommen lassen hat. An der Stelle ein großes, großes Dankeschön. So, kommen Sie rein. Wir haben ja auch übrigens die Fahrgäste hier mit Mundschutz gegeben hat. Passend, ja, zur aktuellen Lage. Jetzt fahren wir nämlich anders. Uiuiui, die Sonne blendet. Müssen wir hier nämlich schon abbiegen. So, stopp. Jetzt dürfen wir. Ah ja, dann. So. Man hört schon, ne? Aber ich finde halt tatsächlich, man könnte das auch echt das Gefühl haben, dass man hier mit einem Erdgasbus halt nur unterwegs ist. Ja, also es macht jetzt halt nicht einen großen Unterschied. Jetzt habe ich das so Gefühl, also gut, dass es jetzt hier nicht rumblubbert oder sowas, weil da jetzt Wasser drin ist oder sowas. Okay, ja, aber ich weiß nicht, der klingt halt irgendwie, es hat nicht wie ein Wasserstoffbus. Aber gut, wie klingt ein Wasserstoffbus? Ich selbst bin noch nicht mitgefahren, ja. Oh. Ein bisschen Bordschirme genommen. So muss das sein. Muss mal ganz kurz mal so ingehen, mal ein bisschen lauter machen. Boah, Alter. Aber ein bisschen weit hier.
Leubnitzer Weg. Boah. Das war jetzt, das ist schon sehr knapp hier, sehr eng alles. Das ist Wahnsinn. Die brettern hier einfach auch an dir vorbei, ja. Also nichts wäre. Gut, hier will keiner mit, dann nicht. Ein Schluck Kaffee. Ja, wie gesagt, heute Abend in Leitsteinfahrt. Also wie gesagt, unbedingt einschalten. Wie gesagt, da lösen wir dann das Gewinnspiel aus mit der Map in Düsseldorf. Und ja, dann haben wir vielleicht noch die ein oder andere Überraschung. Kann also echt nicht schaden, mal vorbeizugucken. Ja, wie gesagt, 20 Uhr beginnt's heute Abend auf Hamburg Hafen City. Wir werden natürlich mit dem E-Citaro fahren und vielleicht wechseln wir nochmal zum E-Solaris. Der hat mir nämlich echt zugesagt. Thank you. Müssen wir noch mal irgendwann mal mich mal ransetzen, hier die Fahrzeuge vielleicht mal auszutauschen. Oh. Will gar keiner mit. Oder nicht. Müsst ja nicht, wenn ihr nicht wollt. Aber wir sind ja auch schon wieder zu früh. Können wir ruhig mal eine Minute vorspulen. No. Will keiner mit. Sonst mal echt zu wäre, wenn der Busfahrer einfach mal die Zeit vorspulen kann oder zurückspulen kann. Ha! Ui. Ui. Jetzt geht's ja los hier, ja. So. Ja, gerne, wie gesagt, eure Meinung mal zu den, in die Kommentare damit. Ja, der Wasserstoffbus. Es gab mal vor 4-5 Jahren gab es mal einen Wasserstoffbus mit Berliner Repaint. Also es waren wahrscheinlich Berliner Repaint, wo einfach die Dachaufbauten dann drauf waren. Die gibt es gar nicht mehr. Vielleicht wisst ihr, wo man den auch findet. Hab sogar den Entwickler, denn, also der das Ganze damals erstellt hatte, auf Facebook angeschrieben, keine Antwort bekommen. Gut, kann ich mir vorstellen, dass der wahrscheinlich Besseres zu tun hat, als jetzt von irgendeinem Beitrag, den er vor 6 Jahren mal veröffentlicht hat, noch drauf zu antworten. Aber ja, ich finde ihn halt nicht mehr. Ein bisschen schade, sonst hätte ich euch natürlich den gezeigt. Und ja, von daher haben wir jetzt den hier.
So, wieder eine Minute. Jetzt ist gerade eh rot. Passt jetzt gerade. Ja, also wie gesagt, wir haben diese Woche einiges gezeigt. Es gibt natürlich noch unglaublich mehr. Ja, es ist jetzt nicht alles, was wir jetzt hier gefunden haben. Es gibt noch so viele weitere Erdgasbusse, das ist unglaublich. Aber irgendwie hat man halt gefühlt, dass sich das alles irgendwie wiederholt. Ja, das ist jetzt so ein älteres Busmodell, neueres Busmodell, Erdgas hier, Erdgas da. So die richtigen Highlights, das waren jetzt die Busse hier, die wir euch jetzt gezeigt haben. So. Na toll. Ja, also wie gesagt, das hatte ich jetzt hier noch gefunden. Einen MAN 313 CNG, einen MAN 18 310 CNG, Ketano. Wir haben ein MAN A21 Lion City CNG, den MAN City Gold CNG, wir hatten den AGG 300 CNG. Also ihr seht, es ist schon eine ganze Latte, wenn man mal so ein bisschen auf der Suche ist nach umweltschonende Busse. Das wir jetzt natürlich nicht alle jetzt hier zeigen. Also wir werden mal gucken, ich werde die Liste ja behalten, da werden wir bestimmt mal so den einen oder anderen CNG noch sehen. Aber wie gesagt, so die Woche zumindest ist erstmal rum. Hat Spaß gemacht, auch danach zu suchen. Hunsbütteler Damm, Wohlebener Straße. So. Guten Morgen. Morgen. Ja, hallo. So. Ja, also wie gesagt, hat Spaß gemacht, auf jeden Fall danach zu suchen. Und es gibt bestimmt noch mehr. Wir haben sie nicht alle gefunden. Ja, also seid uns bitte nicht traurig. Ein Bus werde ich noch zeigen. Das ist ein Elektrikbus. Den habe ich gefunden. Ist aber auch kein deutsches Modell. Aber das erfahrt ihr dann nächste Woche. Ja, dann werden wir uns den auf jeden Fall noch anschauen. Und dann ja, müssen wir mal wieder gucken, was wir denn wieder weitermachen. Dann habe ich ja auch erstmal noch Berlin Buch. Ja, da kam natürlich auch ein großes Update. Und wir sind kurz vor der Veröffentlichung der Beta. Also dementsprechend müssen wir da natürlich auch noch mal reinschauen. Also unbedingt, ja, falls euch die Karte interessiert, da mal reinlinsen. Ja. Endhaltestelle, alles aussteigen. So schaut's aus. Ja, Leute. Das war's von uns. Das ist der Wasserstoffbus MAN A20Ü. Hat Spaß gemacht, aber wie gesagt, ich habe jetzt im Vergleich technisch jetzt nicht wirklich groß was gemerkt, jetzt ob Erdgas oder Wasserstoff. Von daher fand ich jetzt den Unterschied jetzt so minimalistisch, ja, dass ich da jetzt echt nichts zu sagen kann. Wie gesagt, wenn euch da irgendwas aufgefallen ist, ja, nutzt die Kommentarfunktion, schreibt es uns mit rein. Und sonst, ja,
Von allen Bussen, muss ich ganz ehrlich sagen, hat mir der E-Solaris am besten gefallen. Nicht nur, weil es Solaris ist, sondern weil man da halt irgendwie gefühlt hat, dass das Modell, ja, dieses ganze Drumherum, sich einfach komplett neu anfühlt. So vertraut, aber neu halt, ne? Weil Solaris, klar, ja, aber so im Großen und Ganzen soundtechnisch und wie sich der Bus verhält und das ganze Drumherum, ja, wirkte halt irgendwie einfach grandios, ja. Dafür, dass es halt ein Freeware-Bus ist, ganz ehrlich, muss ich sagen, hat es mir auf jeden Fall dort richtig viel Spaß gemacht. Ich würde mich freuen, wie gesagt, wenn wir uns heute Abend hier im Livestream sehen. Ihr habt jetzt eine kleine Auswahl. Es gibt natürlich noch eine größere Auswahl. Und auch, ja, wir nehmen auch den Hamburg-Stadtbus mit rein von, glaube ich, 2017 oder sowas. Ich glaube, war das Ganze. Der ist natürlich mit dabei. Der ist ja noch relativ modern, dementsprechend der auch energieeffizient. Von daher wird der natürlich auch dabei sein, wenn ihr damit fahren möchtet. Aber im Großen und Ganzen achten wir halt darauf, dass wirklich nur Hybridbusse, Erdgasbusse, Wasserstoffbusse oder Elektrikbusse eingesetzt werden. Und weil irgendwo muss man eine Grenze machen, sonst artet das Ganze halt einfach komplett aus. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr dabei wart. Lasst gerne ein Like da, schreibt es in die Kommentare und sonst sehen wir uns hoffentlich ja zum nächsten Part wieder, wenn es weitergeht mit einer weiteren Folge Omsi. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bedanke mich, sage tschüss und bis zum nächsten Mal.